So war das damals, ne? Naja. Oh, ich habe mein Zeug immer mit der Ding geschnitten, mit Camtasia. Ja. Das habe ich mir da auch mal ausprobiert, aber das fand ich, ja, total scheiße. Ich weiß nicht, wie du das damit ausgehalten hast. Ich habe nichts anderes gekannt, einfach. Ich habe auch nur Nero gekannt damals. Das Problem war, das war so ein bekannter Bug. Ich habe aber irgendwie einfach nichts davon erfahren. Wenn du mehr als 6 einzelne Videosequenzen hast, also, ne, du hast ja 4 GB Parts bei Fraps gehabt, ne? Ja. Okay. Falsch. So, und meistens bestand eine Folge halt eben aus 7 Dateien. Und wenn du mehr als 6 einzelne Dinger benutzt hast, dann hat Camtasia da irgendwie Probleme gehabt und hat da ab dem Punkt einfach nicht weiter gerendert. Super. Ja. Könnte ich heute gar nicht mehr machen. Nichts mehr machen. Ja, aber Camtasia war ja gut, da kannst du halt den Bildschirm aufnehmen mit, ne? Mhm. Finde ich gut. Ich wollte damit mal den Rollercoaster Tycoon wollte ich damit mal aufnehmen. Als halt nicht Vollbild ging und glaube ich mit Fraps auch nicht so, mit Textur auch nicht so richtig funktioniert hat. Oder hat man? Ich glaube damals hatte ich. Nee, da hatte ich glaube ich noch. Doch, mit Fraps hat es nicht funktioniert. Textur hatten wir da noch nicht. Toll, wieso legt er mir jetzt das nach? Naja. Und das war zwar gut, aber das war auch irgendwie, da hat nichts funktioniert geschickt. Ja, mit dem dafür hast du ja jetzt OBS, um deinen Bildschirm aufzunehmen. Ja, schon, aber. Aber ich vom Bildschirm überhaupt meinen Bildschirm aufnehmen. Ich nehme jeder immer meinen Bildschirm auf, wenn ich Let's Plays mache. Ja, jetzt. Toll, du. Weil ich ja alles über die Karte aufnehme. Es gibt Leute, die haben das nicht. Ja, aber ich hab's. Die haben nicht so viel Geld wie du. Wie so viel Geld wie ich? Ja, so viel Geld wie du. Ich hab doch gar kein Geld. Um sich hier richtig krass Aufnahmekarte und alles zu gönnen. Ja, das ist doch nix. Nö, 160 Euro ist ja nix. Nö. Schon easy peasy, ne? Ja, klar. Easy peasy, lemon squeezy. So, wir sind jetzt schon wieder bei der nächsten gerade. Ich glaube, die ist länger als die wir gerade gemacht haben. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher. Ja, ich mache irgendwie die Wände hier, ne? Wir haben aber bald auch nichts mehr, ne? Ja, wir haben nichts mehr fast. Ein bisschen weiß haben wir noch und dann war es das auch wieder. Ein bisschen weiß. Was mache ich denn da? Ach, ich sag ja, ich fange langsam an zu spinnen. Wieso, ist auch alles gut? Also die Steinspitzhacken, die halten ja gar nichts aus. Und wieder alle weg. Musst du mal auf Haltbarkeit enchanten. Warum sollte ich das? Weiß ich nicht. Hä? Was war das denn? Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, wo du einfach nur rennen kannst, geradeaus, ohne runterzufallen. Du nimmst den untersten, also wenn du eine Wand machst, den untersten und den oben drüber, also die letzten beiden. Und läufst dann einfach geradeaus. Mit der Effizienz 5 Spitzhacke dann. Kannst du nicht runterfallen, kannst nicht in Lava treten. Und ja. Wie lange ist diese gerade? Die ist sehr lang. Oh ja, ich bin schon am Ende. Oh. Ja, das war früher schon was, ey. Früher, wo man noch keine Ahnung hatte. Wie viel? So, jetzt bitte nochmal. Und wieder zu. Oh, zu weit, oder? So, jetzt.
Ja, ich habe mir ja direkt, also wie ich angefangen habe, 2012 habe ich mir direkt ein Mikro gekauft. Direkt. Weil ich mir gedacht habe, ja, wieso ich mir mit meinem komisches Headset, was total scheiße war, aufnehmen, wenn ich mir einfach den gleichen so ein großes kaufen kann. Ne? Ich habe ja gesagt, nicht jeder hat so viel Geld wie du. Ich habe mir einfach gedacht, ja, warum soll ich mir dann, ich meine, ich muss mir sowieso ein neues kaufen. Das war nämlich ein scheiß Headset, so ein billig Ding, was schon vielleicht 5 oder 6 Jahre alt war. Das Lustige ist, sein High-End-Mikrofon hat sich danach nicht besser angehört. Ja, das hat sich nicht besser angehört, weil das Mischpult scheiße ist. Nee, weil gewesen. Das Internet scheiße war. Oder das, sehr gut, bei mir hat sich ja gut angehört. Ja. War auch eine Scheiße, hat sich bei mir jetzt ja auch scheiße angehört. Weil so ein Size 7 drin war, was, ja. Ja. Also ein Yamaha war Mischpult war das, ja. Kann ich nicht empfehlen. Yamaha. Die machen zwar gute Instrumente, aber Mischpuls weiß ich nicht. Vielleicht sind die ja jetzt besser, ich habe keine Ahnung, aber das war nicht gerade gut. Kronk hat vorhin so im Livestream gesagt, Behringer Mischpulte sind scheiße. Ernsthaft? Ja. Warum? Weil dann noch irgendein Typen dabei hatte und bei dem das Mikrofon nicht ging. Ach, hä, warum? Ich weiß nicht, Kronk hat gemeint, da muss immer erst einen Stecker ziehen, bevor das Mikro richtig funktioniert. Okay. Dein scheiß Mikro. Ich weiß auch nicht, was der da hat. Weil ich hab ja eins und da läuft seitdem ich es hab alles ohne Probleme. Es wird immer erkannt und ja. Ja, und bei mir läuft's auch. Ja, deswegen ist es noch nicht. Gut, man kann. Mein kleines, feines Mischpult. Das ist das Beste, kann ich nichts dagegen sagen. Außer, dass es keine Phantomspannung hat, aber. Ja. Also nicht die benötigte 48 Volt. Brauchen wir den ganzen Etherec, den wir hier haben? Ich habe nämlich jetzt ein bisschen mehr. Ich glaube nicht. So, zack, zack, oh, habe ich schon wieder verbauen. Ach komm schon. Aber ich muss ehrlich sagen, hier, ich bin gleich fertig. Wir müssen nichts mehr abbauen, außer die Decke, ne? Ey, hör mir auf mit der Decke, ich bin fix und fertig hier, ey. Hättest du die Decke ja auch erstmal Decke lassen sein können und hier den Gang weitermachen können. Nee, hätte ich nicht. Warum? Das muss ja alles komplett ordentlich sein. Ist da wenigstens schon Glowstone drin? Nee. Da musst du noch reinmachen. Ja. Ich weiß doch. Hm. Ja gut, ich hatte ja vorher, genau, das Yamaha Mischpult, dann habe ich mir ein Audio Mischpult gekauft, das ist wirklich, also das ist minimalistisch, da hast du nur 3 Regler, also die Lautstärke komplett für alles, die Lautstärke fürs Mikrofon und dann die Lautstärke für den anderen Eingang. Ja, und das war's. Mehr hattest du da nicht. Ja. Das war eigentlich, ich weiß nicht mehr, das war eigentlich ganz gut, aber ja, man konnte da nicht viel einstellen. Ja, und dann habe ich mir jetzt, und dann habe ich mir das jetzt gekauft, was ich jetzt habe. Mit den 2 Eingängen, weil ich mir gedacht habe, ja, da kann man ja mit 2 Leuten und 2 Mikrofonen gleich machen. Und ich benutze es aber jetzt halt für 2 Mikrofone an 2 verschiedenen Orten. Ja. So. Jetzt habe ich alles gemacht. Nur die Decke nicht. Wir haben sowieso zu wenig Steine, ne? Ja, wir haben immer zu wenig. Von allem. Also bis zum Ende kommen wir nicht. Jo. Hier ist ein Block, der gar nicht da ist. Ich habe gerade Schaden bekommen für einen Block, der nicht existiert. Hm, passiert. Hä, der existiert doch gar nicht. Ich habe doch gerade da was hingebaut. Man muss einfach mal neu connecten, glaube ich.
passiert öfters mal. Das ist, wenn du zu schnell abbaust, dann kommt er manchmal nicht nach. Jetzt haben wir erstmal ein ganzes Zeug ein. Mach das. Auch wenn wir es nicht brauchen, aber so. Kann auch dies bauen. Ist eigentlich wurscht. Der Server läuft gerade mit 1,1 GB und verbraucht gerade mal 2% CPU. Ja, passiert ja auch nichts auf der Map. Ja. Also, ne, ja. Da kann man noch ein bisschen was mehr machen. Ja, im Moment läuft ja der zweite PC nur für den Server, ne? Ja. Der macht sonst nichts. Na gut, aufnehmen tut er ja sowieso. Das ist, der nimmt immer auf. Tö. Also das Bild, den Ton nicht. Den Ton nicht, aber das Bild nimmt er immer auf. Was? Ja. Den Ton nicht? Nee, das ist, Das verbraucht zu viel Speicherplatz. Ja, nur 2 Stunden, dann wird er gelöscht. Ist das so? Ja. 2 Stunden. Zombie Pigman. Jetzt muss ich nochmal zurücklaufen, muss die Close Downs setzen. Hätte ich eigentlich gleich mit einbauen können. Ich hoffe, die besten Ideen kommt mir immer erst danach. Mhm. Und mal gucken. 2, 3, 4. Hier. Obwohl, ne. Machen wir ne hier. Wieso gibt er mir denn die? Ich hab da noch weiße im Inventar, Mann. Eieiei, 1, 2, 3, ist das ein Scheißdreck hier? Und ich höre einen Gast rumschreien. Ja. Der halt ziemlich, der Gast. Der hat ein Echo. Der Wege so lang. Wieso machen wir das eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir machen es auch nur für die Klicks. Die nicht kommen. Wenn sich die Scheiße keiner angucken will. Ah ja, egal. Jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir es auch durchziehen. Genau. Am liebsten würde ich mich jetzt zum Mond schießen. Wieso? Weil ich Glowstone falsch gebaut habe und es ohne Silk Touch abgebaut habe. Ha. Gibt's nicht. Hey, dieses Inventar natürlich nervt langsam. Ja. Weil der immer aus dem Backpack nachlegt, ne? Statt auch, dass er das andere nachlegt. Richtig nervig. Hm.
hm, 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 hm.